Uns äußerst für die derzeitigen Verspätungen. Ziel aktualisiert, begeben Sie sich zur Transitzentrale. Da sind wir wieder. Wir befinden uns wieder einmal auf der Sevastopol. Wir haben Taylor endlich mal die Medizin gebracht. Wollen Sie es schon an Bord gekommen zu sein? Und wir haben hier jetzt diese Marshals. Und wir müssen jetzt... Oh, ich bin etwas aufgeregt, endlich mal wieder Alien spielen. So, wir gucken mal auf die Karte. Aha, das heißt, wir gehen rechts lang. Ah ja, von links sind wir gekommen. Wir gehen jetzt rechts lang. Sevastopol, Siemeturm, Transitstation. Begeben Sie sich zur Transitzentrale. Ziel, reaktivieren Sie das Transitsystem. Finden Sie einen Weg, das Transitsystem zu reaktivieren, um Taylor zurück zum Colonial Marshall Büro zu befördern. Jo. Meine Ausrüstung ist okay. Können wir einen Geräuschmacher bauen? Ja. Den baue ich mal. Oh, wir haben wenig Schrott. Wir haben wenig Schrott. Zweimal Rohrbombe, drei Medikits, drei Molotow-Cocktails, einmal EMP. Ich rüste mich mal mit der Rohrbombe aus. Man weiß ja nie. So, da oben ist wieder ein Lüftungsschacht. Da haben wir den. Oh, die geht auch schon auf. Oh, ich bin wieder etwas nervös. Und seht es mir nach, wenn ich mal eine Weile schweige. Vielleicht finden es die einen oder anderen sogar ganz toll, wenn ich mal die Klappe halte. Aber der ganzen Anspannung. Gott. Das sieht ja aus wie auf ein Nostromo. Hassenkreuz. Kann ich das Ding aufheben? Nee. Toll. Das ist doch eine schöne Waffe. Na gut. Dann gehen wir dahin. Und machen hier mal wieder ein bisschen Lärm. Ach, das ist ein Aufzug? Ich dachte, das wäre nur eine gewöhnliche Tür. Dann... Jo, dann fahren wir mal hoch. Was ist das denn? Oh.
Reaktivieren Sie den Transit am Hauptschaltpult. Oh, hier ist was. Blendgranate V2. Bauplan verbessert. Öffnen Sie das Menürad. Oh Mann! Das Geräusch. Blendgranate. Diese nicht tödliche Sprengvorrichtung explodiert beim Aufprall. Sie lähmt Menschen in der Umgebung und blendet Menschen und Entitäten, die die Explosion sehen. Diese verbesserte Version lähmt Menschen in einem größeren Bereich. Als modifiziertes Annäherungsgerät ist es als Falle einsetzbar, die von Feinden in der Nähe ausgelöst wird. Okay. Ist ganz schön dunkel hier. Was ist das denn hier? Lötlampe benötigt. Das auch zu? Da sind Schränke. Schrott nehmen wir mal mit. Ich gucke mich erstmal um. Weil man weiß nie, ob denn wieder irgendwie was Einprogrammiertes passiert. Muss ich das hier mal heller einstellen? Da liegt was, eine Schlüsselkarte oder eine Ausweiskarte. Eine Ausweiskarte haben wir. So, mehr ist hier nicht. Und ich spiele ja weiterhin immer noch mit Gamepad, was ich ein bisschen entspannter finde. Aber mit Maus und Tastatur war ich doch ein bisschen beweglicher. Benutzen. Jemand hat alles ausgeschaltet. Hallo? Ich weiß, dass hier jemand drin ist. Reg dich ab, du Drecksandroid! Muss ich den kalt machen? Warum habe ich nur zugestimmt, hierher zu kommen? Es war nicht leicht, diesen Ort zu sichern. Irgendwer muss doch wissen, was hier los ist. Ich frage mich, was meine Kinder gerade so treiben. Gehen die noch weg? Wollen die mir jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Er fragt sich, was seine Kinder so treiben. Jetzt habe ich natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Typen kaltblütig abknalle. Wie komme ich von diesem Wrack runter? Ich glaube, der geht hoch, oder? Ja. Hier war es schon unheimlich, ehe alles außer Kontrolle geriet. Sie werden nirgendwo hingehen. Es ist ewig her, seit ich zuletzt geschlafen habe. Ich glaube, die hauen nicht ab. Ich will nicht schon wieder sterben. Kommen Sie raus und ich mach's schnell.
Also die werden, wie es aussieht, nicht abhauen. Ich will einfach nur meine Familie wiedersehen. Mehr will ich gar nicht. Ich warte, bis er nochmal hochgeht, wenn ich ihn irgendwie sehen kann. Und dann gehe ich schnell... Außenschrank. Der hat eine Knarre in der Hand. Ich werde jetzt versuchen, meine Kinder gerade zu treiben. So, ist hier noch einer? Ach, hier ist ein Hebel. So, tut mir leid, Kollege. Taschenlampenbatterien ist voll. Ethanol, Revolvermunition. Nachladen. Ist hier... Taschenlampe? Ah nee, verdammt. Ach so, ich muss ja hier gedrückt halten. So, aber ich will die Taschenlampe nachladen, aber das geht wahrscheinlich erst, wenn... Oder aufladen. Das geht wahrscheinlich erst, wenn sie voll ist. Dann drücke ich mal den Hebel. Hier noch einer? Also, das war ein Hebel. Ach so, ist es da was an? Was? Oh Mann! Oh Mann! Ziel aktualisiert. Reaktivieren Sie den Transit am Hauptschaltpult. Sie sollten nicht hier sein. So, jetzt locke ich den mal dahin. Mit einem Geräuschmacher. So, jetzt packe ich den hier hin. Ich hoffe, er geht die Richtung lang. Dort.
Hat's hingehauen? Ja. Bindemittel ist... Voll Sensor... Schrott. Was sind das hier für komische Geräusche immer? Was ist hier los? Ich will speichern. Kann ich mir was bauen? Molotow-Cocktail habe ich genug. Kann ich mir eine Rohrbombe bauen? Nein. Rauchgranate. Oh, Geräuschmacher komme ich nie hin. Da fehlt mir was. Gut, dann gehe ich jetzt hier ran. Ziel aktualisiert. Kehren Sie zur... Steigen Sie ein. Ich hatte ein paar Probleme und es wird etwas länger dauern. Wir können warten. Taylor nicht. Ich nehme die nächste Gondel. Ihre Entscheidung. Was? Die sollen warten. Du musst hier nicht die Heldin spielen. Oh, da ist jetzt auf. Das heißt, ich muss da lang oder was? Na, ich gehe da mal rein. Naja. Sensor. Elektroschockerladung, Ethanol. Ethanol ist voll. Dann werde ich mal ein bisschen Ethanol in eine Rohrbombe investieren. So, und dann haben wir hier noch einen Sensor. Zack. Und zack. So. Dann gucken wir mal hier ins Terminal. Transit Neustart. Hören Sie mal, Sie Spinner. Glauben Sie, das Ding fährt in einer Transitgondel durch die Gegend? Sie haben die Möglichkeit, den gesamten Transitverkehr von Apollo zu trennen. Also machen Sie das auch. Sie können den Wahnsinn mit einem Knopfdruck beenden. Sie fühlen sich bei deaktiviertem Transit vielleicht sicher. Aber wir hocken in der Falle. Helfen Sie uns, verdammt! Hintergangen. Eine Warnung für dich, du Penner. Denk nicht mal daran, dich Sinclair und den Siegsen-Leuten anzuschließen. Ich hab denen gesagt, dass du Morrison umgebracht hast. Die erschießen dich, wenn sie dich sehen. Hättest mich in dein Versteck lassen sollen. Du hältst es keine Woche aus. Freigegeben ist nix. Audio. Achso. Zubehör ist auch nix. Gut, das war's, wie es ausschaut. Oh, hier ist die Kacke am Dampfen gewesen. Oh, hier kann ich speichern. Und Musik läuft auch. Sprengkapsel, Schrott und Schrott. Sensor. Die Mucke lassen wir mal an. Ne, die machen wir aus. Oh, was ist hier? Lötlampe? Schneidbrenner eingesammelt. Gasflamme, was?
Elektroschocker, Revolver, Elektroschocker. Wie wähle ich den denn aus? Gar nicht. Wahrscheinlich, wenn ich immer da bin, wo ich ihn einsetzen kann. Gut, dann speichern wir. Oh Mann, jetzt habe ich aber schon wieder einen Menschen getötet. Und einen Androiden kalt gemacht. Einen cleveren Manöver, aber ganz schön viel Lärm gemacht. Ich gucke hier nochmal, ob es hier doch noch was zum Einsammeln gibt. Ist ja jetzt hell. Ich habe ein Geräusch gehört. Bindemittel, ach so, Bindemittel. Dann, wofür brauchen wir Bindemittel? Was ist denn das Bindemittel? Diese 3-Plus-Dinger. Wo brauche ich das? Da nicht. Rauchgranate ist schon drin. Blendgranate ist auch drin. EMP-Minen ist auch Bindemittel drin. Molotow-Cocktail. Wieso zeigt er mir nichts an? Kann ich nicht mehr als 3 bauen, wie es aussieht. Rohrbombe, nix. Medikit. Ist auch schon drin. Ja, dann haben wir, dann bleibt es im Voll. Ja, gut, dann gehen wir mal hier. Lötlampe benutzen.